Ja, auch der Skandal um private Abgeordnetengeschäfte mit Corona-Schutzmasken beschäftigt das politische Berlin weiter. CDU-Parteichef Laschet hat Konsequenzen angekündigt. Er werde aufräumen, sollte es noch mehr Fälle geben. Dazu fragen wir nach bei unserem Hauptstadtkorrespondenten Tim Herden in Berlin. Tim, die Affäre kommt ja denkbar ungünstig, so kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Welche Auswirkungen kann denn das für die CDU haben? Ja, die Union fürchtet Stimmenverluste in eigentlich zwei Stammländern, auch wenn Baden-Württemberg von einem grünen Ministerpräsidenten und Rheinland-Pfalz von einer sozialdemokratischen Ministerpräsidentin regiert wird. In Rheinland-Pfalz sah es sogar kurz so aus vor der Wahl, als wenn der CDU ein Machtwechsel gelingen könne. Aber nun muss man damit rechnen, dass die Stimmenanteile deutlich nach der Maskenaffäre nach unten gehen. Jetzt gilt das Prinzip Hoffnung, dass vielleicht viele ältere CDU-Wähler bereits per Briefwahl an die Urne gegangen sind, bevor eben diese Maskenaffäre ruchbar geworden ist und dass sich dann vielleicht die Verluste in Grenzen halten. Eine andere Angst geht auch um, nämlich dass man durch diese Maskenaffäre die AfD erneut stark gemacht hat, obwohl sie zuletzt in Umfragen verloren hätte. Nun ist man ja in der CDU darum bemüht, von Einzelfällen zu sprechen. In den letzten Wochen scheinen sich aber diese Einzelfälle zu häufen. Ja, es gibt drei Lobby-Affären. Da ist natürlich als erstes die Amthor-Affäre um den jungen Abgeordneten Philipp Amthor, der sich gegen einen Posten in Aufsichtsrat, Gremien und Aktienoptionen bei der Beraterfirma Justice Intelligence angedient hatte, um damit Kontakte zum Wirtschaftsministerium herzustellen. Dann gibt es die Aserbaidschan-Connection. Da sollen zwei Abgeordnete gegen Geld aus diesem Kaukasusland versucht haben, Lobbyarbeit für dieses Regime in Aserbaidschan zu machen und dann eben die Maskenaffäre. Der Grund ist eigentlich relativ logisch, nämlich die Unionsparteien sind eben Regierungspartei und damit weiß man als Unternehmen oder Interessensverband, über einen Unionsabgeordneten bekommt man vielleicht Zugang zu den Ministerien, wo zum Beispiel jetzt in der Corona-Affäre die Entscheidung fallen. Und die SPD ist da auch erstaunlich still, weil sie, glaube ich, auch gerade nochmal ihre Reihen durchforstet, ob nicht da vielleicht auch der ein oder andere Kontakte hergestellt hat und sich das auch hat vergolden lassen. Mhm. Ganz kurz noch, das kürzlich von der Großen Koalition beschlossene Lobbyregister sei zu lasch, lautet da die Kritik. Was ist an diesem Vorwurf dran? Da geht es vor allem um den exekutiven Fußabdruck. Das heißt, dass jeder Bürger erkennen kann an einem Gesetz, welchen Einfluss Lobbyverbände, Interessensgruppen, Organisationen auf dieses Gesetz genommen haben. Das wollte die SPD durchsetzen, die Union hat das abgelehnt. Nun durch die Maskenaffäre ist die Union vielleicht ein bisschen weich geklopft worden, da doch noch nachzugeben. Tim Herden, vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin.